Seit knapp 2 Jahren. Seit 14 Jahren. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Cosplay, da war ich 17 Jahre. Also sind das jetzt auch schon über 10, 12 Jahre, ja. Ich cosplay auch schon seit 13 Jahren. Seit 14 Jahren, aber nicht oft. Tatsächlich jetzt noch nicht so lange. Ich glaube, seit 2015 ungefähr. Ich cosplaye schon seit der Leipziger Buchmesse 2006. Das ist tatsächlich mein erstes Jahr, in dem ich cosplaye. Da ich dieses Jahr eine Gruppe gefunden habe, mit der ich mich anschließen konnte und nie wirklich so den Mut hatte, ein Cosplay zu tragen. Aber mit einer Gruppe ging das alles ganz gut. Wenn ich mit Freunden cosplaye, die ich sehr gerne mag, wenn ich sehr schöne Fotos mache oder wenn ich ein Kostüm mache, an dem ich einfach Freude habe. Einmal, das war allerdings in London mit einem kleinen Mädchen. Da hatte ich lustigerweise das gleiche Cosplay an. Und die war so ein riesen Fan davon, dass sie sich gefreut hat und halt ein Foto mit mir machen wollte und dann die ganze Zeit nur rumgequietscht hat und fast angefangen hat zu weinen. Das war total süß. Und generell finde ich es auch sehr nett, wenn halt jetzt Leute auf einen zukommen, die nicht wissen, was Cosplay ist und einfach ganz ernsthaft fragen, was tust du da eigentlich? Und man die Chance hat, es zu erklären. Die beste Erfahrung war jetzt, wo ich mit einer Gruppe in Paris war. Da haben wir bei einem Wettbewerb mitgemacht für Tales of. Und einfach dieses Feeling dann und alle Leute um sich zu haben, die dasselbe mögen und dann auch noch von den Produzenten selbst und das war so richtig, richtig toll. Schöne Erlebnisse sind halt, wenn man neue Leute kennenlernt, wenn man erkannt wird als das, was man gerade cosplayt in dem Sinne oder auch viele Lobe für das bekommt, was man erarbeitet hat. Also wenn man ein Cosplay komplett selbst gemacht hat und dafür sehr viele Lobe bekommt, ist das immer wieder ein schönes Erlebnis. Oh Gott, da gibt es so viele schöne Erfahrungen. Ich glaube, das schönste Kompliment war es bei einem Spiel, als der Produzent mein Kostüm gesehen hat, hat er gesagt, dass er sich den Charakter genau so vorgestellt hat. Und ich glaube, das war mit die schönste Erfahrung, die ich so mitgenommen habe. Die besten Cosplay-Erlebnisse sind tatsächlich ein paar auf der Bühne gewesen. Ich habe eine Showgruppe, mit der ich gerne auftrete. Mit denen ist es immer das Beste auf der Bühne. Ansonsten auch bei ein paar Wettbewerben, da ist es natürlich das Allerbeste, wenn man da mal was gewinnt. Und ansonsten ist das Allerschönste eigentlich immer, Freunde zu treffen. Für mich persönlich, mich selber darzustellen, ganz egoistisch. Nee, es ist tatsächlich schön, dann mal so ein Stück weit man selbst sein zu können, weil man ja in einem Kostüm ist. Also das persönlich klar, dann das Lob. Es ist auch total schön, wenn man durch die anderen Hallen, nicht nur Halle 1, die Manga Comic Con besucht, sondern eben auch die anderen Hallen. Viele freuen sich dann total, lächeln einen an. Klar, einige sind ein bisschen verwirrt. Man klärt die Leute dann halt auch ein Stück weit auf. Bei einigen merkt man, okay, das ist aber ein schönes Hobby. Und bei anderen, das verstehe ich nicht, warum sie das machen, aber das ist dann halt so. Die schönsten Erinnerungen oder Erfahrungen sind immer die, wenn wirklich Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, jetzt Kinder oder ältere Menschen, wenn man richtig die Begeisterung auf den Gesichtern sieht, so dieses Leuchten und die da sagen, oh, sieht so schön aus und hat er das selbst gemacht und ach, ist das toll. Und das war zum Beispiel auch gestern so, dass eine ältere Dame dann eben auch direkt gesagt hat, ja, sowas gab es zu meiner Zeit nicht und es hätte es auch nie gegeben und ich finde das so toll, dass das jetzt möglich ist. Und dann auch den Glanz so in den Kindergesichtern zu sehen, wenn die dann wirklich staunen, so, oh, das ist schön, dafür lohnt es sich auch auf jeden Fall. Da ich nicht so oft cosplaye, habe ich jetzt nicht so krass coole Stories, aber wir sind auch alle in der Showgruppe und ich glaube, da ist für mich so das Coolste, wenn man halt die Leute mit den Kostümen halt und das, wie man das darstellt, mitreißen kann, dass man halt auch ja, die Charaktere cool auf der Bühne wiedergeben kann. Es ist tatsächlich die Community, die mir am besten gefällt. Es ist, dass du hier viele verschiedene Menschen triffst, die auch vielleicht dich auch bei einem Kostüm ansprechen. Dass du hier Leute triffst, die mit dir ein Foto haben möchten und dass du nette Menschen kennenlernst. Es ist einfach das Gefühl, in einer Community dabei zu sein, was wirklich den großen Reiz am Cosplay ausmacht und den Charakter, den man selber darstellt, ausleben zu können. Also was mir am besten gefällt, ist das Beisammensein mit Freunden am Cosplay, dass man das zusammen machen kann. Ja. Einfach, dass man super leicht Leute kennenlernt, dass die Community ganz anders ist, dass man sehr viele Leute mit denselben Interessen findet
wie dieselben Spiele oder Filme, die man schaut. Und es macht einfach Spaß, auf Conventions rumzureisen. Ich glaube, so mein bestes Erlebnis ist, dass sich Freunde, finde ich, teil solches Cosplay macht, weil man dann irgendwie in einer größeren Gruppe ist oder ein Cosplay aus demselben Spiel oder Anime was und dann lernt man teilweise Leute echt kennen, die man noch Jahre später noch befreundet ist. Ja, ich habe hier schon viele tolle Menschen kennengelernt und ich freue mich eigentlich immer wieder, Leute zu treffen und sich gemeinsam zu freuen. Ich mag es auch einfach, mich hübsch zu fühlen selbst. Gott sei Dank habe ich noch nie was Böses erlebt. Vielleicht nur so, oh, es sind jetzt Fasching, aber das war das Einzige. Und Fakt ist, keiner hat irgendwie doof geguckt oder irgendwie eine falsche Bewegung oder irgendwo angefasst, wo es nicht hätte sein sollen. Da habe ich tatsächlich Glück gehabt und bin da ganz gut verschont. Was ich bedauerlich finde beim Cosplay, ist, dass es immer mehr Cosplayer gibt, die ihr Kostüm machen, nur um Kommentare auf Fotos, also die nur um Shootings zu bekommen und dann auf den jeweiligen Internetseiten wie Instagram oder was auch immer dann Kommentare zu bekommen. Und das ist nicht der eigentliche Sinn von Cosplay. Und das finde ich sehr schade, dass es sich dazu entwickelt hat, weil eigentlich war es mal eine Bewegung einfach, weil es Spaß gemacht hat, weil man sich für den Tag einfach mal als der Charakter führen wollte, so ein bisschen sein Schauspieltalent ein bisschen aufputschen wollte. Die schlechteste Erfahrung für mich persönlich war, wenn ich zum Beispiel mit einem Kostüm nicht so fertig geworden bin, weil ich bin da... Ich glaube, das kennen auch viele, wenn man die Nacht durchmacht oder dann nicht so... Ja. Nicht direkt schlecht, aber ich finde allgemein, je öfter man herkommt, je mehr Jahre vergehen, desto unfreundlicher werden teilweise andere Cosplayer. Selbst wenn man andere Cosplayer aus gleichen Serien sieht, wird man nicht mehr wirklich angesprochen. Selbst wenn man Blickkontakt herstellt und wirklich vielleicht auch Fotos will, sind die meistens relativ abweisend. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es fällt halt schon auf. Lowlights ist eigentlich immer, wenn man derjenige ist, der den ganzen Tag auf die Taschen aufpasst und am Ende keine Fotos kriegt. Also ich habe selber auch noch nicht wirklich was Schlechtes mitgekriegt, was mir aber an der Szene nicht so gefällt. Und da habe ich mehr Glück, sage ich mal, ist das Bodyshaming. Ich finde es ganz schlimm. Es hat in den Jahren Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen, aber in der Zeit, als ich angefangen habe, gab es so ein unglaublich großes Bodyshaming. Wenn du nicht die Figur hattest, die du hattest oder zu dünn oder zu dick warst, dass dann immer da losgetreten wurde und hinter dem Rücken gelästert wurde und geredet wurde, das finde ich ganz schlimm. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Abgelaufene Kontaktlinsen mit Rissen zu tragen auf einer Convention oder nach so 3 Tage halb blind zu sein? Also mein Schlechtes ist nicht wirklich ein richtig schlimm Schlechtes, aber da hatte ich im ersten Moment so einen kleinen Schockmoment, weil ich hatte aus Dragon Age Enders mit so einem schwarzen, relativ langen Überwurf an. Auf einmal kam jemand aus Mad Max auf mich zu und wollte mich umarmen. Es ist halt komplett weiß angemalt und er hat mich halt sofort umarmt, ohne halt das zu fragen. Ich war so, oh Gott, ich habe überall weiße Farbe. Er war zum Glück versiegelt, aber das war so ein kleiner Schockmoment. Also eigentlich, wenn ich gefragt werde, ob ich mit jemandem ein Foto mache, dann sage ich nicht nein. Aber wenn ich jetzt gerade mich noch unterhalte oder so und jemand kommt her und schießt noch ein Selfie, ungefragt oder gerade beim Essen, ja, sowas. Irgendwelche Creeps, entweder, dass die halt versucht haben anzufassen oder ekelhafte Bemerkungen, die echt nicht sein müssen. Oder vorne hat man erst, dass ein Kumpel von uns einen Charakter gecosplayt hat, den die Person sehr mag, aber die kam dann halt an, kennen wir nicht und umarmt ihn halt direkt ganz fest und so. Und es muss nicht sein. Also die Leute können auf Abstand gehen und höflich sein. Ja gut, die schlechteste, dass man halt ja einerseits gefragt wird, ob man denn für Karneval cosplayt oder auch ja schon richtig beleidigende Sätze an den Kopf geschmissen bekommen hat, die ich jetzt hier nicht wiederholen werde. Das war eigentlich das Schlechteste. Also Unverständnis von den Leuten um einen rum. Dass so viele halt hintenrum nicht unbedingt sehr freundlich sind und dass halt viel doch übers Äußere läuft. Bleib dir selber treu. Mach nicht, was du nicht machen möchtest. Mach nichts, worauf du keine Lust hast. Mach das, worauf du Spaß hast und lass dich nicht beeinflussen. Sei mutiger. Ich hätte gesagt, sei auf jeden Fall mutiger. Mach das, was du machen möchtest, ohne Einschränkung. Und auch schon wie die Dame der Witterfaun sagte, bleib dir selber treu, in jedem Fall. Weil es bringt nichts. Ich meine, Partner-Cosplay ist eine schöne Sache. Ist auch eine schöne Sache, wenn man eine Gruppe ist. Aber es bringt nichts, wenn du dich im Charakter nicht wohlfühlst. Da kann man sich noch so viel Mühe geben.
rechtzeitig anfangen. Vielleicht auch mal Sachen weglassen. Also wie gesagt, ich bin sehr perfektionistisch teilweise. Und einfach so das zu managen, dass man das halt gut hinkriegt, Spaß hat, weiterhin an dem Hobby und ja. Also zum einen, Chris, gib nicht so viel auf die Meinung anderer. Mach das, was dir gefällt. Du musst dir gefallen auf den Fotos. Du musst dir gefallen in dem Kostüm. Und ansonsten lern ordentlich nähen. Achtet auf eure Gesundheit. Das heißt, wenn ihr Crossplay macht, es ist inzwischen sehr leicht, sich ordentliche Abbinder zu besorgen. Dass man da auch wirklich danach guckt, dass man sich informiert. Da gibt es wirklich Foren zu, also wirklich sehr viel. Und nicht einfach mit Mullbinden abbinden. Bitte, bitte tut das nicht. Und tragt auch bitte keine Kontaktlinsen übereinander. Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Bitte nicht. Das ist wirklich nicht gut. Und wenn ihr Kontaktlinsen tragt, geht zum... Nicht anmalen, die Linsen nicht an. Linsen nicht anmalen. Und am besten, wenn ihr Linsen tragen wollt, geht vorher einfach mal zum Optiker. Also auch wenn ihr jetzt nicht kurzsichtig seid oder so, geht zum Optiker, lasst euch beraten. Die sind da eigentlich sehr offen und geben euch wirklich alle Info, die ihr braucht. Nicht einfach im Internet irgendwas kaufen und dann ausprobieren, weil ihr habt nur diese einen Augen. Und ich hatte schon Freunde, die haben sich dann wirklich eine richtig fette Bindehautentzündung geholt und die ist nicht schön, die wollt ihr nicht haben. Ansonsten, was ich selber leider auch immer vergesse, ein bisschen mehr trinken, rechtzeitig was essen und ja, wie sie auch schon gesagt hat, ein bisschen Time-Management, aber das musste ich auch lernen. Also ich habe am Anfang auch immer viel zu spät angefangen, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie lange das dauert, wie lange ich dafür brauche, aber das ist was, das denke ich, lernt man mit der Zeit einfach. Perücken sind nicht so gruselig, wie es aussieht. Sprühkleber rettet dein Leben. Fang bitte früher an, bitte. Und schlaf genug. Danke. Es ist nicht schlimm, an zwei Tagen dasselbe Kostüm zu tragen. Das ist absolut okay. Zieh den Abbinder aus, wenn er wehtut. Fang gar nicht damit an. Du kannst nicht mehr auf.